Und du bist der Jüngste Liese. So wie jetzt hast du wieder was gelernt. Was? Ja, ich gehe erst mal spazieren. Ich mache jetzt kurz alles. Ja, bitte nicht so tief. Ich mache jetzt prozentlich im Neugum. Ich mache das alles. Ich gehe vor dem Lokal, ohne Jacke, sitze hier ohne Orde. Ich brauche nicht zurückbringen. Wir Leute, mit denen wir so befreundet sind, wir haben eine schon wunderbare Sachen geschickt, mal aus der nordischen Gruppe. Und die hat sie nicht. Ehrlich, das geklappt. Das geklappt oder nicht? Ja, sehen Sie alle. Die kennen uns, sie kommen ja bei uns allen aus. Wir haben immer geschrieben, muss ja geschrieben. Ist die Frau Scholz. Wenn sie weiß, dass sie hoch geht. Du hast komisch, immer Freitag und Vertrauen und Schauen. Sie holt schon die Klasse. Ja, ja. Und der Kunstbagage. Die Kunstbagage. Die da, euer Bagage und unser Bagage. Das sagen wir was. Bagage. Was ist Mainzer Kammerspiel? Kennst du das? Kennst du die Mainzer Kammerspiel? Ja. Nein. Das ist die Mainz-Revue. Hast du schon mal was von gehört? Nein. Ist das nicht, wo wir mal waren, im Jakob? War der mal das vor Malakow? Ja, Dass wir das jetzt essen können. Ja, ja. Das macht die Pan jetzt. Wie die das machen, ja. Ganz toll, wie die das gemacht haben. Ja. Thank you.
3 im Sauseschritt eilt die Zeit, wir eilen mit. Liebe Rosi, lieber Heinz, 50 Jahre verheiratet, goldene Hochzeit, was für ein Segen, was für eine Freude, dass inmitten einer großen Familie mit Kindern, Enkel, Nichten, Neffen, Schwager, Schwester, Bruder, Cousine und Freunden feiern zu können. Alles nette und fröhliche Gesichter. Ihr wart und seid der Mittelpunkt der Familie. Vor 50 Jahren habt ihr geheiratet und das, was ihr heute um euch versammelt seht, ist daraus geworden. Alles meins. 2 Kinder, 6 Enkelkinder, eines schöner wie das andere, hat euch Gott als Entschädigung für das Altwerden geschenkt. Wenn man sie sieht, kann man eigentlich gar nicht verstehen, wie da eine noch ledig durchs Leben gehen kann. Im Rückblick gesehen liegt eure Eheschließung in einer Reihe bemerkenswerter Ereignisse unserer Epoche. 1939, 1949, 1959 und 1989 waren entscheidende Jahre. Beginn Zweiter Weltkrieg, Gründung der Bundesrepublik, Gründung der Familie Heinz-Norbert Wegner und Fall der Berliner Mauer. Generationen werden darüber noch reden. Was für eine Zeit war das Jahr 1959? Nun, es war die Zeit, als der Bundeskanzler noch ein Mann war und Adler hieß. Ja. Als der Papst noch Italiener war. Als der Pfarrer der Gemeinde St. Georg noch Frosch hieß, mit Vornamen Kaspar. Als der Euro noch die D-Mark war. Als der VW noch ein Käfer war. Als man Christstollen noch nicht am 1. September kaufen konnte. Als das Herbstlaub noch von der Stadt gekehrt und nicht mit Lärm und Gestank geblasen wurde. Als die Frühstücksbrötchen noch frisch gebacken und nicht aufgebacken wurden. Als die Martin-Kirchner-Straße noch die Gonsenheimer-Straße war. Als man beim Latscher noch einkaufen konnte. Als auf der A60 noch keinen Stau gab, weil sie noch gar nicht gebaut war. Als man im KW Dann noch Hochzeit feiern konnte. Und als ich selbst noch 15 Jahre alt war. Deutschland suchte noch keine Superstars. Trotzdem gab es welche, die man Schlagerstars nannte. Einer der bekanntesten war Freddie Quinn und seine Nummer 1 Hit lief in dieser Zeit schon seit 18 Wochen im Radio, romantisch und mit viel Herz, die Gitarre und das Meer. Fernsehen guckte man noch nicht, die Geräte waren damals noch zu teuer. 1959, das war also das Jahr, als der Jüngste der Familie Heinrich Regner, die Älteste
der Familie Alfred Bender zum Altar führte. Und es war meine Erinnerung nach Fürze. Und es war ein schönes Paar. Heinz Norbert versicherte, Gertrude Therese ewige Treue. Und es war Freude auf allen Seiten. Wer mit gehobener Empfindung die Ringe tauscht zur Ehegründung, vom Pfarrer kriegt den Segen noch, so etwas, das freut am doch. Als Mitglied der Braut zählten 11 junge Hähnchen, die als Hühnerpasteten auf dem Hochzeitstisch landeten. War so, gell? Ja. Wir wollten. Unsere Hähnchen waren das. Wir wollten die nicht schmecken, da ich die Hähnchen seit ein paar Monaten aufgezogen und gefüttert habe. Das war aber nicht so. Bis es zur Hochzeit kam, waren schwierige Situationen zu meistern. Nachdem Rosi mit Heinz ein Verhältnis eingegangen war, musste er am Hause Bender vorgestellt werden. Der 1. November, Allerheiligen Feiertag, kirchlicher Feiertag, schien der geeignete Zeitpunkt. Heinz war zum Nachmittagskaffee geladen. Lampenfieber im Hause Bender, besonders bei Rosi. Der Bohnenkaffee war gekocht, Kuchen war gebacken. Nach der Gedenkfeier auf dem Friedhof sollte Rosi ihren Heinz mitbringen. Doch als sie zurückkam, war sie alleine. Was war passiert? Man kam nicht so schnell dahinter. Noch aufgeregter wie schon zuvor reagierte Rosi auf Fragen nur sehr knapp. Kaffee wollte sie nicht mittrinken. Sie räumte ihr Geschirr ab und ließ es vor Nervosität im Hausflur fallen. Scherben im ganzen Hause. Die Nerven zum Reisen gespannt, Rosi verschwand einen Stock höher in ihrem Zimmer und ward nicht mehr gesehen. Du hast geladen einen Freund, der zum Kaffee da nicht erscheint. Und du wartest noch und noch. So etwas, das freut einem doch. Der stirbt eins. Ein paar Stunden später, als es schon dunkel war, klopfte es an der Tür und Heinz stand draußen in Begleitung seines Freundes Oskar. Aus ihrem Bett, in dem sie eh nicht schlafen konnte, und verließ sie den beiden jungen Männern zur Aussprache. Später erfuhr man, dass bei Familie Regner ein Familientreffen war und Heinz als gut erzogener Sohn da nicht fehlen konnte. Oh Familie, wenn du deine Hände über deine Schutzbefohlenen legst, bis da sie alt und grau werden. Wie in so vielen Fällen, so lebte auch Rosi und Heinz unter dem Dach des Elternhauses. Naturgemäß verlangte dies Fähigkeiten der Rücksichtnahme, der Anpassung, des Ausgleichs. Dieser gelang nicht immer, hundertprozentig. Zuweilen fehlte der Platz zur Selbstverwirklichung. Eine Schwiegermutter kann manchmal zu weit gehen, wenn sie einem zu nahe kommt. Freizeitmäßig ging man gemeinsam Interessen nach und sang im Kirchenchor Cecilia, wo Heinrich Regner, der Vater und Schwiegervater, seine Funktion als erster Vorsitzender wahrnahm. Man erinnert sich gern an den langjährigen Dirigenten Erich Breitmann und weniger gern an seinen Nachfolger Kurt Weckbein. Rosi blieb Mitglied, bis sich privates Glück ansagte. Als letzten Auftritt
mit dem Kirchenchor im Bühnensaal Klopstein. Sansi, Enzen von Tal. Und bald danach erblickte das Enzen das Licht der Welt und es erhielt den Namen Christine. Das Ehepaar Heinz und Rosi wurde mit ihrer Tochter zur Familie. Es war das Jahr, als Papst Paul VI. Den päpstlichen Thron bestieg, als John F. Kennedy Deutschland besuchte und den Berlinern zurief, ich bin ein Berliner, als Kanzler Adenauer seinen Rücktritt erklärte und als Freddie Quinn seinen Schlagerhit sang, Junge, komm mal wieder. Und Billy Mo, ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut. Christine war von nun an der Mittelpunkt. Sie wuchs auf im ersten Stock des Hauses Regner, Gonzenheimer Straße. Jährlich fuhr man mit Oma und Opa in dessen eigenen VW Käfer ins Allgäu. Heinz hatte den Führerschein und Opa den Käfer. Das ergänzte sich sehr gut. Jedem war geholfen und man kam gemeinsam in Urlaub. Im Jahre 1968, als Papst Paul die Pille verbot, bekam Christine ein Schwesterchen. Ein Michaela. Michael mit Namen. Es war das Jahr der ersten Kronenkoalition unter Kanzler Giesinger. Peter Alexander sang im Radio der letzte Walzer und Heinze ließ alle Omas dahinschmelzen mit seinem Lied Du sollst nicht weinen. Mit Michael kam frischer Wind in den Familienbetrieb. Temperamentvoll und flink auf allen Vieren hielt er seine Eltern in Trab. Unvergesslich, wie er mit Füßen quer durchs Zimmer schoss. Die Jahre vergingen, ihr, Rosi und Heinz, wurde zu Schwiegereltern. Euer Familienstammbaum bekam Äste, mehr als ihr beiden jemals erwartet hättet. Die Enkelchen haben euch zu Oma und Opa gemacht und ihr saht es mit Wohlgefallen. Und wenn euch eure Kinder heute rufen, dann gibt es nichts, was euch bremst. Ihr lauft, ihr besorgt und ihr gebt. Euer Einsatz war immer hoch. Für die Familie habt ihr kein Opfer gescheut und dir, Rosi, mag auch heute noch so manche Tasse in Scherben fallen. Doch wenn du zum Kaffee lädst, dann brauchst du auf deinen Heinz nicht mehr zu warten. Du hast ihn an deiner Seite. Er sitzt schon auf Tisch und wartet. Ja. Als kleiner Junge hatte ich mal in unserer Verwandtschaft zum Hochzeitsjubiläum ein Gedicht aufzusagen. Den Schlusssatz dieses Gedichtes habe ich nicht ganz getroffen. Ich habe nämlich gesagt, hoch soll das Judenpaar leben. Heute bin ich erwachsen und werde diesen Lapsus Linguus nicht wiederholen. So rufe ich euch zu, hoch soll das Jubelpaar leben. Das Lob deines Jubelpaars, dann schmeißt er so.